So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Daumen dabei. Guten Tag. Und wir schauen uns heute an Esperweil gegen Flux Stompy. Was ist denn Flux Stompy? Flux Stompy ist ein sehr witziges Deck. Basiert im Endeffekt auf der Fireflux Squad. Das ist ein 4-Mana 4-3er. Human, ich glaube Soldier, der Eile hat. Und wenn er angreift, kann man eine andere Kreatur exilen und deckt so lange oben vom Deck auf, bis man eine andere Kreatur findet und kann die angreifen in die Bibliothek, ins Feld bringen. Das ist dann in so einem Stompy Mono Red Prison. So Legion Warboss, Heroia Garnison, alles was Token reinbringt und dann bringt man noch so fette Klopper rein wie Tectonic Giant, so einen fetten Typ wie Magus of the Moon in Anführungszeichen. Ja, ganz cool. Ist auch ein Deck oben von ein paar Wochen. Vom Esperweil natürlich auch, aber das Deck ist ein bisschen etablierter, das kennen die Leute. Ja, das Fireflux ist jetzt einfach mal so aufgekommen, ich glaube. Ja, mit dem Commander-Deck tatsächlich, wo die Fireflux Squad raus ist. Genau, das ist ja auch gar nicht so lange her. Ist ja, nee. Und Ikoria? Boah, frag mich nicht. Das ist ein Commander. Gut, hier natürlich Fetch. Wahrscheinlich auf Basic. Oder man geht greedy. Ja, man geht greedy. Ja, klar, ist halt die Frage. Hier sind halt nur drei Magus of the Moon drin und zwei Bloodsun. Ah, und kein Blood Moon. Ja, kannst du dir nicht erlauben. Ja, stimmt. Weil du brauchst die zusätzlich. Plus halt mit der Weil ist man hier, glaube ich, relativ safe. Da ist keine Marke drauf. Da kann auch keine Marke drauf sein. Nicht, dass es relevant ist. Nee, also jetzt wird es gerade... Okay. Es wird relevant und die Marke wurde nach oben gelegt. Okay. Ja, alles klar. Ja, ist halt die Frage. Jetzt. Das sind Braids im Mainboard? Ja, die sind halt tatsächlich gut, weil bei uns halt erfahrungsgemäß relativ viel Weil rumläuft. Und relativ viel es gibt ja sonst dieses Shattered Skull Smashing, was man spielen kann. Und ich finde die Braid bei uns einfach besser. Ja. Da kommt ein hässlicher Goblin. Ja, die habe ich auch nur genommen, weil sie so grottenhässlich sind und aussehen wie ein Ogre. Ja, das stimmt. Genau. Die sind auch nur dafür da. Gut. Das ist ein Brainstorm, das ist ein Swartz. Ja, oder ist das ein Recruiter? Ich glaube, das ist ein Recruiter. Das ist ein Recruiter, ja, der sucht halt, was sucht der? Baleful Strix? Battling Mage? Irgendwas in der Richtung. Baleful Strix ist halt schon gut, ne? Blockt den Goblin tot. Ja, man könnte hier auch argumentieren, dass man sich einen Meddling Mage oder einen Flicker-Typ sucht, also einen Charming Prince, weil die 2-2 sind und damit die 1-1 angreifen müssen, den Goblin blocken kann, also den einen, der kommt. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, was man machen könnte. Ich glaube, da geht man jetzt auf den Basic. Jupp. Ja. Damit man zumindest einen Basic hat. Ja, damit man zumindest eins hat. Und gerade, wenn man halt weiß, der Gegner Magus so spielt, kann man eben Swords to Plowshares wesentlich besser nutzen. Ja, ja, und die Brainstorm Ponder, das kann man halt mal stecken lassen im Endeffekt. Genau, Recruiter, gut, dass das Deck gemischt wurde. Ja, weil man es gemacht hat. Ja. Bei dem Fireflux ist halt wahrscheinlich Fireflux Squad. Wahrscheinlich Fireflux Squad. Namensgebende Karten wegzunehmen ist immer gut. Ja, bei dem Squad muss man halt dazu sagen, dass wenn der Trigger auf dem Stack ist, man den Trigger resolven lässt, da ist nichts mehr mit die Kreatur kommt ins Spiel. Genau. Und dann reagiert man. Nein. Genau. Da sieht man schon, wie gut das Deck gerade läuft. Super. Ja. Ich glaube, da waren tatsächlich ein Fireflux auf der Hand, wenn ich es gerade eben richtig gesehen habe. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Ah, hier kommt dann natürlich dann der Full Attack Force. Ja, da wird einfach der 1-1 weggeblockt. Mhm. Ja, jetzt müsste man halt irgendwas ziehen, um den Meddling Mage loszukriegen. Das ist, glaube ich, ein Land. Echt nicht. Nee, ist ein ein Recruiter, ein Zweiter. Boah. Ja, der Recruiter sucht dann jetzt natürlich den, wie heißt er? Recruiter into den Soul Herder. Soul Herder, genau. Und der Soul Herder end of turn nochmal was suchen, das ist eigentlich over. In dem Punkt. Ja, ich weiß nicht, spielt das Deck noch Fiery Conference Mainboard? Nee. Okay. Sideboard. Okay, weil das wäre jetzt halt noch was gewesen, wo man das machen können, dann gibt man den. Ja, aber dann schmeißt man bei sich auch alles in den Müll. Ja, stimmt. Das hat auch die Sache. Dann sucht man sich wahrscheinlich eine Flickerwisp, würde ich zumindest jetzt tun. Oder eine Skyclave, genau. Skyclave. Dann ist relativ safe over, meiner Meinung nach.
Ja, könnte jetzt halt sein, dass man irgendwie die, wenn sie auf der Hand ist, die Dings anlaufen kriegt, die Fireflux-Board, aber mit dem Board spielt. Ja, wie gesagt, gerade wenn der Ding auch. Nein, das war tatsächlich nur ein Land. Da hat man einfach nichts gezogen. Ja, das tut Stompy eben auch mal. Ja. Gut, vom Sideboarding her, Esperweil hat hier, ich glaube, Wastelands, die sie spielen können. Ein paar von den güldenen Skeadas. Ach so, ja. Aber sonst schwierig. Fireflux hat natürlich ein bisschen mehr Removal. Du hast halt die Blast, du hast ein bisschen mehr Removal, du hast die Sulfur Elemental halt. Oh ja, stimmt. Die kannst du reinnehmen, die sind gut. Und du kannst halt in der Theorie noch die Source of Spyglasses reinnehmen. Ich wollte gerade fragen, ist das ein Delver, aber das ist der Werwolf, richtig? Das ist der Werwolf, genau, der Attacking Creatures +1/+0 gibt. Auch witzig ist mit dem Legion Warboss, weil dann kann der Legion Warboss eine Kreatur auf 3 pumpen. Das stimmt, weil er 3 Angestärke hat. Hier kommt, wird die Karte direkt weggepackt, die gute Reminder-Karte. Jupp, halt einfach mal einen Schrott geschmissen. Ja, für erste Runde den ist ziemlich gut, aber Force. Leider Gottes. Pitch oder Meddling Mage, ich glaube, das ist ganz okay. Ja, es ist halt die Frage, was hinterherkommt. Was nennt man hier? Ach, da ist ein Wasteland gezogen worden. Birk. Wasteland ist nie gut. Ja, auf der anderen Seite, wenn jetzt halt wieder ein Goblin kommt, da war halt auch ein Sword auf der Hand. Man hätte halt versuchen können, auch einfach zu warten, was der Gegner spielt, und das zu sworden. Aber es schien die richtige Entscheidung zu sein. Das ist ein Tectonic Giant. Das ist kein Goblin. Der kostet 4 Mana, richtig? Kostet 4, genau. Da man hier keine Angst haben muss, in Daze zu laufen. Nee. No Giant. Ja. Dann hat man den Trigger. Der Trigger sagte, du kannst entweder von oben vom Deck exilen und die Karte spielen oder du schießt 3 Schaden, richtig? Mhm. Ja, da wird halt hier wahrscheinlich einfach exiled. Die darfst du bis zu deinem nächsten Zug spielen, richtig? Ja, bis zum Ende des nächsten Zuges. Okay, das ist ja relativ stabil. Das ist halt okay, dann hat man halt im Zweifelsfall, wenn man Glück hat, auf der Top einen Redraw. Ja, das ist der Magus of the Moon, der wäre auf jeden Fall gut, aber das ist beim Gegner halt auch der Meddling Mage, ne? Ja, das ist aber auf der Hand, den kennt man natürlich nicht. Aber den Magus lernt man kennen. Und da ist auch kein Land mehr auf der Hand, richtig? Vor allem erst bei Waldspieler. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe nur den Meddling Mage gerade beim Riffeln gesehen. Da ist wieder aus Deutschland gezogen worden. Ne, das Meddling Mage ist kein Land gewesen sonst. Oder ist das ganz hinten ein Land? Ich glaube, das ist ganz hinten ein Land. Hinten ist, glaube ich, eine Plains. Ja. Eine Insel. Eine Island. Ja, da kann man halt den... Fetch Meddling Mage sagt den Magus of the Moon an. Ich will einfach mal alles haben. Der danach... ich glaube, das ist sogar noch ein Magus of the Moon auf der Hand, oder? Das weiß ich gerade gar nicht, ob das ein Magus ist oder ob das ein Fireflux-Court ist. Die haben halt alle so rot. Alle rote Artworks, ja, ja, genau. Das ist halt bei den... Nee, da ist die Insel, also ist die Insel nicht auf der Hand. Dann wird das... Die Frage. Ist das ein Goblin und Fireflux-Court? Ja, hätte man den Goblin dann nicht... Ja, den Magus kann man... Die Frage, ob das ein Goblin war... ja, der Magus wird halt jetzt ins Exile gelegt. Das ist halt auch bitter, ne? Ja. Ich glaube, den Magus hätte man gespielt. Hier war ja nur Draw-Go. Ne, der Magus war ja angesagt. Ja, meine ich ja. Nee, ich meine den Goblin von der Hand. Mhm. Ja. Deshalb, das ist ein bisschen strange. Hier fetcht man dann auf was Neues? Was anderes? Nimmt man jetzt wieder Duels? Man nimmt wieder Duels. Ja, kann man halt einfach machen, ne? Jetzt müsste man natürlich irgendwie einen Flicker-Effekt haben. Das wäre natürlich richtig sweet, damit man den Meddling... Ja, ich wollte gerade sagen, dafür muss man aber dann auch ein anderes Fetchland suchen, weil die Flicker-Wisp ist halt... oder man hat den Soul-Hörder. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Der Soul-Hörder war, glaube ich, auf der Hand. Ich glaube, den habe ich gesehen. Das würde halt bedeuten, man kann halt mit dem Mage angreifen. Ja, dann kann man mit dem Mage angreifen, dann kann man Fireflux-Squad sagen. Da war jetzt zum Beispiel auch ätzend, dass man den nicht das Land genommen hat, weil wenn man das... Bevor man End of Combat zerstört man den. Das war die rote Karte am Ende. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Fireflux auf der Hand. Ja, das ist ein Fireflux. Deswegen, man hätte auch einfach das Land nehmen können, anstatt den Magus. Da hätte man halt jetzt das Land gehabt. Ah, ja. Aber man weiß ja nicht, wie viele Länder man noch von der Top zieht. Das Deck zieht ja notorisch viele Länder. Ja, manchmal zieht es gar keins, manchmal zieht es welche. Jetzt ist die Fireflux auch schon wieder total irrelevant. Das ist ein Skeada.
Ganz witzig, da ist tatsächlich der Gülden Iskiada reingekommen, die gerade zu tauschen. Kommt das Source Spyglass? Ja. Ja, da kann man halt gar nichts ansagen. Nee. Man nimmt wahrscheinlich Tefri oder Weil. Oh, mit dem Skiada kann man sich die Fireflux Squad nehmen. Ne? Genau, das ist der Grund gewesen, weshalb man sie reingenommen hat. Weil Terminate ist halt auch nicht so die geilste Karte. Nee. Nicht Terminate, Eliminate. Eliminate. Und deshalb, genau. Brainstorm. Jetzt zieht das Deck halt auch schon wieder nichts nach. Ne? Ja, aber es ist halt Stompy. Stompy hat das halt manchmal. Ja, das ist halt, wenn du den Start blockierst und weißt, auf was du achten musst, gerade gegen so eine Liste zum Beispiel, dann ist halt irgendwie. Sehr teures Fetchland. Drei Mana Fetchland. Genau, um was zu suchen. Ja, okay, hier, dann sagt man Goblins oder Humans an. Ja, wahrscheinlich sogar eher Humans. Und dann ist halt auch relativ zügig vorbei. Da ist noch irgendwas auf der Hand. Ich glaube, ein Chromox. Und für ein schwarzes. Oh, Unearth. Unearth kann den ja, da kann man Solar dann. Genau, ja, das ist vorbei. Ja, 2-0, ein bisschen krass. War eine schnelle Runde. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.